So, ja, was? Ich bin Therapeut, ich darf hier sein. Hier ist niemand großartig, aber vielleicht finde ich hier ein bisschen was. Aber das ist gar nicht der Krankentrakt, das ist einfach nur die Wäscherei. Was zu lesen, aber irgendwie. Ich will ja nicht sagen, aber irgendwie relativ unspannend hier unten. Da geht's zu dem Ding hin. Was ist das denn überhaupt? Kann ich das auch bedienen? Nö, ich kann nur davor stehen. Schade. Also ich muss echt sagen, es ist relativ unspektakulär hier unten. Ich brauche eine Schlüsselkarte für. Und ich brauche einen Schlüssel. Toll. Ah, ich. Was ich mal probieren möchte, mich würde jetzt mal interessieren, ob der junge Mann, der sich so rührend um seinen Topf gekümmert hat, ob der vielleicht was dabei hatte. Okay, das scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Toll. Thank you.
Okay. Ja, jetzt habe ich aber immer noch nichts zum Aufschließen, ne? Toll. Juhu, Glückwunsch. Hab ich nicht. Hab nichts zum Aufschließen. Menno. Seufz. Und nu? Da muss ich hin. Ja. Die haben die Kaffeemaschine wohl wieder mit Pisse gereinigt. Ew. Das ist aber nicht nett. Ich frag mich, warum das hier so unauffällig, so auffällig meine ich, hier rumsteht. Was steht denn hier hin? Na, auch hier. Ja. Super. Oh. Was war denn das? Bin ich ganz fix an ihm vorbei. Morgen, Schwester. Morgen, Herr Doktor. Aha. Oh, die Küche. Was haben wir denn hier in der Küche Schönes? Eine Flasche Bier. Na toll, ich kann hier gar nichts machen. Und ich habe die Küche gefunden. Worin ich allerdings nichts machen kann. Ah, seufzt. Au, 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 ich habe eine Idee. Nein. Ich glaube, hier war das, ne? Ja. So, wo war denn der Globus? Spritze mit Todesserum, Giftspritze. Starb der Vizepräsident bei einem tragischen Unfall oder war er das Opfer eines brutalen Attentats? Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu vernehmen, dass inzwischen ernste Zweifel an der bisherigen Unfalltheorie bestehen. Hm. Die Ermittler der Bundespolizei nennen... Schade, ich dachte eigentlich, ich könnte da jetzt hier schön so... Autounfall des Vizepräsidenten weiterhin überhöhte Geschwindigkeit. Kann ich ja. Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu vernehmen, dass die Obduktion des Fahrers des Vizepräsidenten einige so wörtlich signifikante Fragen aufgeworfen hat. Aber ich habe den Knirchen noch nicht gefunden, der hier so eifrig trainiert. Oh, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ah. Der wird hier sein. Irgendwo. Kann ich hier die Bombe platzieren? Hm. Ich therapiere hier nur.
geht's denn da überhaupt raus? Aber irgendjemand muss... Achso, stimmt ja, ich wollte ja auch noch was probieren. Oh, hallo, ich bin Therapeut, ich darf hier sein. Deswegen gehe ich auch gleich wieder rein. Na, du auch hier? Guckst du so? Sei mal vorsichtig. Jetzt liefere ich dich ein. Was ich machen wollte... Also ich meine, jetzt sind ja ein paar Vorkehrungen gemacht. Aber jetzt will ich, wie gesagt, mal gucken, ob der junge Mann mir was hinterlassen hat. Das klingt gruselig. So, was hat er denn? Oh, die Tür ist ja auf. Warum ist die Tür offen? Ja gut, durchsuche ich ihn nicht. Ich will jetzt nicht, dass dafür dann einiges schief geht. Tod. Scheiße. Was? Obwohl der Präsident jederzeit einen neuen Vizepräsidenten ernennen kann, haben führende Kongressabgeordnete angekündigt, die Ernennung eines Befürworters der Gruppe nicht zu finden. Tja, tot, scheiße. Ich brauche einen Schlüssel. Wer könnte einen Schlüssel haben? Da ist doch keiner tot. Wer redet denn da immer so von Tod? Von Tod und Sterben und so. Antrax? Schade, ich dachte, der trainiert jetzt. Tja, tja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Ups. Guck nicht so. Stell mich eben hier hin. So. Wo könnte denn ein Schlüssel sein? Mann, hier kann man aber auch nirgendwo in Ruhe denken.
Ja, guck nicht so. So, ja, wer könnte den Schlüssel haben? Ich hatte ja gehofft, dass dieser komische... Wo sind denn überhaupt die Fahrstühle? Da ist was? Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Ich sehe hier nirgendwo einen Fahrstuhl. Oder könnte das der Leichenhallen-Fahrstuhl sein vielleicht? Tja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Schlüssel herbekommen sollte. So, der Knecht kommt ja auch nicht mehr zum Saufen. Ich werde einfach mal probieren. So, hier war das, genau. Ich gehe mal auf die andere Seite. Dieser komische Doktor, der kam doch da. Achso. Der kam doch da aus den Räumlichkeiten raus. Auch da rein. Vielleicht hat der ja einen Schlüssel. Ich meine, der hat hier drin gehockt. Hm. Ich sehe auch nichts, was irgendwie entfernt an einen Schlüssel erinnert. Moment mal ganz kurz. Ich will mal kurz was gucken. Giftspritze. Eine, okay, ne gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass ich die auch wirklich in die Flasche entleert habe. Nicht, dass ich die ganze Zeit darauf warte, dass da irgendwie was passieren könnte und da kommt nichts. Da sind meine, ist meine Verkleidung noch. Tja, irgendwie. Ich bin wieder hier. Bombe ist zu weit entfernt? Wo muss ich denn da... Ich habe sie überall gesucht, verdammt! Um diese Zeit habe ich immer meine Sitzung. Ich komme in ihr Büro. Lassen Sie mich nicht warten, okay? Wo ist denn die Bombe? Ja, geh mal vor. Bombe ist zu weit entfernt. Hat die irgendjemand weggenommen? Naja.
bin ein aggressiver Mensch, okay? Das war ich schon immer. Wut, das ist wie eine Droge, okay? Ich meine, das liegt im Blut. Wut, steigt dir in den Kopf. Mach dich völlig beschugge. Warum kommen hier immer Haken? Keine Ahnung, wer mir die Mine geklaut hat, aber ich habe ihn trotzdem gekriegt, so. Ja, super, ne?